3,3 Kilometer wirklich durch die City dieses Zwergstaates führt, dürfen nur 20 Formel-1-Piloten an den Start, sonst sind es ja 26. Umso erfreulicher, dass sich beide deutschen Fahrer qualifizieren konnten. Und Sie wissen vielleicht schon wie. Manfred Winkelhock hat nämlich im Training einen Muskelanriss in der Schulter erlitten und qualifizierte sich als 12. Und Stefan Bellof mit dem einzigen Saugmotor gegen die übermächtige Turbokonkurrenz hat bis zuletzt zittern müssen und durfte dann doch noch als 20. an den Start. Mein Kollege Ulf von Malberg schildert Ihnen jetzt den Verlauf dieses wohl immer noch spektakulärsten WM-Laufs in dieser Saison. Aufstellung. Vorne links der schnellste Prost, McLaren, dann daneben überraschend Nigel Mansell, seine beste Platzierung bisher. Dann die beiden Ferrari von Arnoux und Alboreto, die beiden Renault von Warwick und Tambay, De Cesaris, Lauda in der vierten Reihe, Piquet, Laffite, der anschließend Winkelhock trotz seiner starken Schmerzen in der sechsten Reihe gut platziert und gleich geht's los. Stefan Bellof als allerletzter qualifiziert, steht in der letzten Reihe. Und dieser Regen, den Sie hier sehen, der wird Folgen haben. Nicht nur, dass die Kamera manchmal ein bisschen aussetzt, gleich in der ersten Schikane knallt es ganz erheblich. Beteiligt sind die beiden Renault und hier sehen Sie links das grüne Auto, das ist Patrese, der nicht wegkommt. Und so wird das Feld natürlich sofort auseinandergezogen. Derek Warwick steigt. Manfred Winkelhock war wieder kurz zu sehen, dahinter Stefan Bellof, der sich hervorragend vorgearbeitet hat. Und dann war plötzlich Nigel Mansell vorne, die Kamera, und da kommt der Ferrari, und da kommt Rosberg, und Bellof war schon zu sehen. Und da geht Senna an Niki Lauda vorbei. Zweiter Stelle. Niki Lauda und die Verfolger schließen auf. Arnoux. Dann Stefan Bellof schon. Damit ist er 3., 4., 5. Manfred Winkelhock inzwischen ausgestiegen. Offensichtlich hat ihm doch sein Arm so wehgetan, dass er dieses Kurvenlabyrinth nicht mehr durchstehen konnte. Der grüne Wagen wird überrundet. Nein, das ist... Ja, das ist Depailler, der zweite Williams. Lauda. Arnoux und Bellof. Und dahinter Depailler. Schnellste Runde Senna. Und er macht sich auf die Verfolgung von Alain Prost. Und da dreht sich Niki Lauda, rechts hat man es gesehen, dreht sich hinaus. Das hat... Und jetzt Stefan Bellof in Aktion. Und er greift den Franzosen René Arnoux an. Hier geht es jetzt um Platz 3 und 4. Vorne der Turbo Ferrari und hinten, Sie wissen ja, der Tyrrell Cosworth Ford Motor, also ein Saugmotor, der einzige, der mitfuhr übrigens. Und da versucht er vorbeizukommen, aber Arnoux macht zu. Und Bellof über den Bordstein. Oh, das war knapp und Stefan Bellof hat es geschafft, hat den Ferrari überholt und ist Dritter. Das ist eine ganz große Überraschung. Das leidet er hinaus, Sie sehen, wie rutschig es ist, aber... Der Motor, der Saugmotor, packt fast bei diesem Wetter etwas weicher an und hat vielleicht sogar kleine Vorteile auf diesem Kurs. Sie sehen noch einmal die Aktion und wie jetzt Arnoux zumacht und Bellof hinaus muss auf den Gehsteig und sich aber vorne behaupten kann und vorne ist. Das ist fantastisch für den Gießener. Geschossen. Es gab etwas Diskussionen, wer nun Erster ist, aber es blieb dabei. Alain Prost ist Erster, Ayrton Senna Zweiter und ganz fantastisch Stefan Bellof mit dem Tyrrell Ford Cosworth an dritter Stelle. Heute über diesen Platz. Zum ersten Mal fuhr er in Monte Carlo, genauso wie Stefan Bellof, und die beiden Youngster haben die ganzen alten Hasen hinter sich gelassen, bis auf Alain Prost. Also, hier ist der Stand. Prost mit 28,5 Punkten vorne. Lauda, Arnoux, Warwick, De Angelis, Rosberg, Alboreto, Tambay und Bellof mit 5 Punkten, es gibt ja nur halbe Zahl, an 9. Stelle.